Lokomotiven wie die legendäre Südbahn-Lok 671, die noch heute für Nostalgiefahrten genutzt wird, waren bereits vor knapp 160 Jahren für den Kohletransport aus den weststeirischen Bergbaugebieten im Einsatz. Genau zu diesem Zweck hatte die damalige Volzberg-Köflach-Lankowitzer Steinkohlengewerkschaft kurz zuvor vom Kaiserhaus die Bewilligung zum Bau und Betrieb der Bahnstrecke erhalten. Und auch wenn sich die Aufgaben der heutigen Graz-Köflacher Bahn- und Busbetrieb GmbH längst vor allem auf den öffentlichen Personenverkehr verlagert haben, ist das Unternehmen heute wie damals ein wichtiger Motor für die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Mit 26 Zuggarnituren und 48 Bussen befördert die GKB mehr als 12 Millionen Passagiere pro Jahr und ist über zwei Tochterfirmen auch im internationalen Güterverkehr vertreten. Gesundheit und Leistungsfähigkeit der mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entscheidende Erfolgsfaktoren. Seit 10 Jahren investiert man deshalb in betriebliche Gesundheitsförderung auf allen Ebenen, wie etwa in betriebsinterne Schulungen zur Reduzierung körperlicher Belastungen. Zusätzlich zu unseren internen Schulungen haben wir externe Bewegungscoaches. Zur mentalen Gesundheit, die uns sehr am Herzen liegt, gibt es externe Psychologen. Und natürlich, als GKB leben wir für gesunde Ernährung und bieten beispielgebend den gesunden Apfel. Entscheidende Verbesserungen hat unter anderem auch der Neubau der Werkshalle gebracht. Anders als früher können große Teile der Wartungsarbeiten jetzt von oben über die sogenannte Dacharbeitsbühne erledigt werden. Die Vorteile der Dacharbeitsbühne sind die Zugänglichkeit des Fahrzeuges am Dach und dadurch auch verbunden die Entlastung des Mitarbeiters, gerade das, was sein Kreuz- und Bandscheiben anbelangt. Eine wichtige Rolle im Rahmen der BGF-Maßnahmen spielt auch das breit aufgestellte Angebot an Sport- und Bewegungsmöglichkeiten, das von großen Teilen der Belegschaft regelmäßig genutzt und von der Unternehmensführung ganz bewusst gefördert wird. Insbesondere durch die Betriebssportgemeinschaft der GKB mit 708 Mitgliedern, die durch die betriebliche Gesundheitsförderung in den letzten 10 Jahren außerordentliche Förderungen durch die Geschäftsführung erreichen konnte und somit durch die Leitung der Firma die Bewegung, die Gesundheit und das Teambuilding gefördert hat. Der Geschäftsführung der GKB ist es wichtig, durch die Gesundheitsschiene die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten. Und daher unterstützen wir den Ausbau und die Umsetzung der Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung.